Hallo Freunde der digitalen Bildbearbeitung. Heute mal ein Video um GIMP und nicht in GIMP. Und ein bisschen Werbung. Vorab eine kurze Information. Heute ist so ein Tag, wo es nur mit Fenster oder Balkontür auf funktioniert. Es ist sehr warm. Ich habe hier nur im Wohnzimmer über 27 Grad. Wenn ich die Balkontür zumache, gehe ich hier ein. Deswegen sollte irgendwas knattern, was krabbeln. Seht es mir bitte nach, aber ansonsten ist es hier in der Wohnung nicht erträglich, unterm Dach. Jetzt zum Beginn des Videos, hier geht es um GIMP, natürlich habe ich auch die Aufnahme gestartet. Und zwar, GIMP hat eine neue Variante rausgebracht, eine Entwicklerversion, die weitergeht auf die Variante 3.0. Beziehungsweise dann geht es weiter auf 3.2 und so weiter. In welchen Abständen kann ich euch nicht sagen, wann 3.0 erscheint. Da steht noch kein Datum fest. Ich gehe davon aus, dass sich die Entwickler auch nicht festnageln wollen. Ja, beispielsweise von mir so als Beispiel, es ist kein direktes Datum, nur ein Gedanke von mir. Wenn jetzt die Entwickler von GIMP sagen würden, am 31.12.2021 erscheint die Variante oder die Version GIMP 3.0 und es kommt irgendwas dazwischen, es geht was schief und sie können das Datum erhalten. Das sind alle GIMP-Nutzer sauer, beleidigt, traurig, was auch immer. Da wollen die Entwickler nicht. Deswegen sagen sie, da gibt's das, wenn da Neues kommt, erfährt er das. Aber wann es die Endversion dieser ersten Entwicklerreihe gibt von 2.9 oder nach 2.8 auf 2.10, von 2.10 auf 3.0, das lassen sie sich, da lassen sie sich nicht festnageln. So jetzt zu dem eigentlichen Punkt, wie gesagt, es gibt diese neue Version 2.99.6. Das ist eine Release-Version, also eine Entwicklerversion. Wie die unter Windows funktioniert, habe ich keine Ahnung. Ich möchte es auch gerne ausprobieren. Ich bleibe bei der letzten stabilen Variante, Download. GIMP 2.10.24, damit habe ich auch schon Videos gemacht, die läuft stabil, da weiß ich, dass es geht, es zerschießt mir kein Video, kein nichts, ich habe keine Probleme und deswegen lasse ich da die Finger weg. Ihr möchtet aber einen weiteren News haben, möchtet wissen, was es da Neues gibt, wie gesagt, ich kann es nicht ausprobieren, ich habe diese Variante nicht und ich werde es immer wieder installieren, für irgendwas aufzumachen, dann habe ich 3 Videos zerschossen, dann habe ich einen Mods-Hals, beziehungsweise Mods-Blutdruck, weil ich mich tierisch aufrege, das möchte ich gar nicht. Deswegen, ich habe eine Alternative für euch. Und zwar gibt es, ich sage jetzt in Anführungszeichen, mein Freund, der Michael, wir stehen natürlich nicht in Kontakt oder so. Mir geht es jetzt nur darum, mein GIMP-Freund, er macht genauso GIMP-Videos wie ich. Er macht viel, viel mehr GIMP-Videos wie ich. Er hat dafür das auch schon 19.900 Abonnenten, hat mehr Aufrufe wie ich auf seinen Videos. Ist ja klar, er macht ja auch mehr Videos und hat eine größere Community. Er hat 19.000, fast 20.000 Abonnenten. Ich habe 141 Abonnenten. Und ich fahre eine ganz andere Stilrichtung, wie es der Michael macht. Aber, erstens, macht der Michael richtig, richtig klasse Videos seit GIMP 2.8. Da gab es einen Kanal, den hat er müssen einstellen. Warum auch immer, Passwort vergessen, keine Ahnung. So 100% weiß ich das gar nicht mehr. Man hat halt irgendwann diesen edlen Kanal gegründet, My GIMP Tutorial Channel. Ich glaube, vorher ist es My GIMP Channel, keine Ahnung. Und da hat er von vornherein angefangen, und zwar solche News-Videos. Die Entwicklerversion 2.99.6 ist da, GIMP 2.24 wurde veröffentlicht, oder es gibt einen neuen Gimmick-Filter, oder es gibt neue andere Dinge, es gibt neue Funktionen und so weiter und so fort. Manchmal erzählt er auch andere Dinge, hier Bildbearbeitung mit kostenloser Software, oder irgendwo hat er auch tonnenweise Stock-Lizenzfreie Fotos und Videos gemacht, oder einige Links rausgerückt hat, genau wie ich es tue oder auch schon getan habe. Und auch meine Bilder, wie ihr auch immer verlinke, hier von Pixabay, von Petzels oder wie die Seiten alle heißen. Hier macht er Darktable-Videos und so weiter. Also er macht eine Menge Videos und sie sind alle erstklassig. Sie haben alle einen Daumen hoch verdient, sie haben alle Kommentare verdient, der hat für jedes eigentlich ein Abo verdient. Es ist leider nicht möglich, dass ich jedes einzelne Video klicken kann, außer mit Daumen hoch und einem Kommentar.
Auch ich schaue mir hin und wieder seine Videos an. Nicht jedes, weil, wie gesagt, ich habe nur meinen ganz anderen Arbeitsflow wie er. Ich mache mehr Composings, mache ein paar Anfängervideos, je nachdem, was gebraucht wird. Wenn ich was nicht weiß oder wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche das oder ich wurde ja auch gefragt, Farbverbesserung, Sonnenuntergang. Dazu gab es einen Kommentar, gibt es den, ja, hier habe ich ja das Video gemacht. Eigentlich habe ich gefragt, darf ich den hier veröffentlichen? Das kam leider zu spät, aber mein Video schon veröffentlicht. Ich wollte den ganzen Tag warten. Ich habe es dann abends irgendwann 22, 23 Uhr veröffentlicht. Und kurz danach kam eben sein Okay von dieser Person. Ob Männlein oder Weiblein, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, das ist eben das Okay kam etwas zu spät. Und da wurde auch gefragt, was Sonnenuntergang will, dann die Farbe verbessern. Da entstand ja auch mein Video. Da habe ich auch geguckt, wo natürlich, da wo man was lernen kann. Gerade was um GIMP geht, ist er mein GIMP Tutorial Channel. Das hat der nur Grußkartenformat, sondern das hat, wenn man es richtig ausarbeitet, wie er es vorführt in kurzer Zeit und nicht, natürlich nicht perfekt der King, sondern ich sage jetzt mal in dem Sinn schluderig, weil er ja nur, sagen wir mal, maximal 20 Minuten Zeit hat. Länger gehen seine Videos sehr, sehr selten. Und dann kann ich nicht arbeiten, wie wenn ich 2 Stunden Zeit habe. Das geht nicht. Und deswegen zeigt er es eben unsauber, unfertig und sagt natürlich mal dazu, bitte, ihr habt Zeit, ihr habt Ruhe, macht es schöner, macht es besser wie ich. Auch wenn ich Ruhe habe, macht es schöner und besser. Das sind seine Worte. Wie gesagt, er macht erstklassige Videos, er macht sehr viele Videos, er macht jetzt Videos auf diesem Kanal. Das andere lasse ich neben liegen, wo es noch gibt, oder den gibt es auf YouTube immer noch, aber er befüllt ihn immer, weil er dann immer rankommt. Er macht seit dem 6. April 2014 Videos für GIMP, für, wie er hier schreibt, Darktable, Raw Therapy. Er hat 3, 4, 5 Videos in Kadian live gemacht auf Linux. Er ist ein Linux-Nutzer, aber vorab. Alles, was auf Linux funktioniert, funktioniert auch auf Windows. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar 2 Jahre Linux genutzt, und zwar die Variante Ubuntu. Er hat Manjaro oder so, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Michael, hau mir nicht an die Ohren, wenn es verkehrt ausgesprochen ist. Du bist der Fachmann, ich bin nur Windows-Nutzer. In der Hinsicht bin ich ein bisschen doof. Ich habe Ubuntu genutzt, bin dann zurückgegangen auf Windows, weil ich ja in der Familie nur Windows-Nutzer hatte und ich eigentlich relativ jung noch bin und diese Rechner betreue. Da muss man immer umdenken, wie war das? Ja, ich gebe jetzt ein Terminal-Update, tralala, irgendwas funktioniert, mega geil. Ich installiere jetzt über das Terminal viele, viele Sachen, was ich hier in Windows gar nicht tun kann. Hier gehe ich dann auf www.internet.de auf gimp.org. Das gab es unter Linux nicht. Da hat man einen, so wie es Windows hier anbietet, so einen Shop-Store, tralala, nenne ich es jetzt mal Store. Und natürlich kostenlos. Ich weiß gar nicht, ob es da Sachen gibt zum Kaufen, habe ich noch nie gefunden. In den zwei Jahren, wo ich Linux nutzte. Und da gebe ich ein Gimp. Dann kommt ein Radatsch-GIMP-Artikel, da kann ich dann Filter und tralala und was auch immer und was es da gibt dazu installieren. Dann kann man natürlich auch solche Sachen finden und kann die natürlich problemlos dazu installieren, wenn es jemanden interessiert. Wie gesagt, mich interessiert die News. Das gibt's. Dann gehe ich hier auf meinen Channel, My GIMP Tutorial Channel, und guck mal 1, 2 Tage danach, dass das heute gepasst hat wie die Faust aufs Auge. Nee, 8. Das war gestern rausgekommen und einen Tag darauf hat Michael sogar ein Video gemacht, obwohl er seine sich gesetzte Pflicht von einem Video pro Woche gestern erfüllt hatte. Hat er das heute gesehen, vor circa 4 Stunden oder 5 Stunden, bis er dann hochgeladen hat, alle da hin und her, keine Ahnung. Vielleicht hat er morgen in der Herkunftsstudie schon gesehen und hat dann gesagt, okay, dann mache ich ein Video zu, das sind jetzt 4 Stunden circa her. Und hat ein zweites Bonusvideo gemacht. Warum? Weil er die GIMP-Community liebt, weil er GIMP liebt, weil er einfach, ich sag ja, der Big Man für GIMP ist.
er hat viel Ahnung, er kann viel, er wandelt Photoshop-Videos in GIMP um, und zwar so, dass sie gut aussehen. Dass er ein richtig geiles Ergebnis bekommt mit GIMP, mit Chimic, ne, und so weiter. GIMP intern oder mit, steht auch meistens dabei, wenn er mit Chimic arbeitet. Er hat auch richtig geile Videos, wo er eben mal nicht spricht, sondern einfach Musik unterlegt. Und euch die Musik schert, macht runter und schaut euch einfach nur das Video an. Also Ton runter, Video anschauen und schaut euch das erstklassige Video an. Auch die Arbeitsschritte sind verständlich. Für die englischsprachigen Zuschauer hat er ja auch, glaube ich, sogar noch, warte, dann stellt er sogar zeitweise auf Englisch. Umo macht das Ganze, deswegen glaube ich auch mit Musik auf Englisch. Ja, genau, hier gibt es 212 Videos. Englisch Version gibt es 2.10. Spricht er nicht, weil ich weiß, ich gehe davon aus, dass er ein bisschen Englisch spricht, aber ob das dann so perfekt ist für ein komplettes Video von, sagen wir mal, 10, 15, 20 Minuten, das weiß ich nicht. Das möchte ich ihm nicht absprechen. Ich möchte auch nicht sagen, dass er der Perfekteste der Perfekten gemacht. Hier ist ein geiles Intro oder sein Abspann, Willkommensbildschirm, wo man den Kanal abonnieren kann. Auf jeden Fall hat sich der Mann ein Abo verdient von jedem. Ich habe ihn auch abonniert, aber hier, das ist hier, bin ich nicht angeloggt. Und hier bin ich nicht angeloggt. Hier sage ich jetzt mal hier so für Video hier, ne, bla, hier mal das für seine Werbung. Der Kanal habe ich abonniert. Er hat auch meinen abonniert, so ist es nett, also nett deswegen. Aber wie gesagt, wir stehen nicht im Austausch. Ja, wenn du heute, was weiß ich, wie heißt eins seiner Videos, dass ich da mal ein Beispiel nennen kann. Wenn du heute das Video bringst, Foto kreativ zuschneiden, da bringe ich morgen das Video, was auch immer, kreativ designen zum Beispiel. Nee, das machen wir nicht, wir haben hier so gar keinen Kontakt. Wenn ich ihn jetzt anschreibe und einen Kommentar schreibe, hey Michael, das und das, und er gibt eine Antwort, dann ist das das Einzige, was existiert, und das ist für jeden lesbar. Aber dass ich ihn hier in WhatsApp habe oder telefonisch spreche, das findet nicht statt. Aber auch ich schaue, wie gesagt, schaue mir diese Videos an, habe ihn abonniert, er mich, aber mehr Kontakt gibt es nicht, denn seine Videos sind echt geil, richtig geil, macht echt geile Videos, wie gesagt, und das nicht erst seit gestern. Und er zeigt auch andere Videos, Tipps für Einsteiger, das gibt, oder hat auch irgendwo, ich glaube, Linux Videos, wo er da so ein bisschen nebenbei gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er noch einen extra Kanal hat. Was geht's denn hier? Hier geht's ums GIMP-Thema ändern und so weiter und so fort. Und wie gesagt, er macht wirklich alles und sehr viel. Manchmal ließen sich die Zahlen recht groß, aber nach einem Jahr, okay, vergleich mal den Aufwand, die Veröffentlichung, tralala hin und her mit einem Photoshop-Video oder mit einem Adobe-Video. Dann ist die Zahlen bestimmt nochmal recht groß, weil hier Lernvideo 2000, hier ist auch ein Lernvideo in GIMP, Donut, bla bla bla, irgendwas, 978. Warum hat es nur 978 und es hat 2000? 32 oder 20.000, 32, das hat weitaus mehr. Ich kann euch nur sagen, warum, aber ihr könnt es, indem ihr es anschaut. Wie gesagt, da sind wirklich astreine Videos dabei und ich gehe zu mehr wie 100% davon aus, wenn ich den Kerl, den Michael, freundlichst frage: Hallo Michael, ich habe dir die Frage, wie kann ich das Problem lösen? Könntest du mir bitte helfen? Könntest du vielleicht sogar ein Video dazu machen? Weil es ist eben nicht mit drei Worten erklärt. Gehe ich sogar stark davon aus, dass er mir da super freundlich zurückantwortet und erklärt es tadellos. Oder er setzt sich hin und schmeißt wie sein Programm an. Ob OBS, ob Simple, Easy, was auch immer, wie das Linux-Aufnahmeprogramm heißt, was auch richtig, richtig geil ist. Und macht dazu ein Video. Denn hier hat er mal eine halbe Stunde Video oder dann Sachen erklärt, auch ein neues verbessertes Plugin, viel mehr ein Werkzeug und so weiter. Oder auch er hat was davon, denn genau das ist es. Wenn er jetzt sagt, nö, mache ich kein Video, weil hat mich ja nur einer gefragt, na egal, dann ist der Kanal von 19.900 auf null. Warum? Weil er genau das macht, nicht macht, was die Leute brauchen. Er möchte ja die Videos machen, Punkt A, um zu helfen, und Punkt B, um darum, dass die Leute etwas lernen können, beziehungsweise, dass auch Umsteiger es nicht ganz so schwer haben von Photoshop nach GIMP, denn mittlerweile, würde ich fast sagen, gibt es auch genug, die sagen, was, ich muss 9 Euro bezahlen jeden Monat,
was ist, wenn ich mal, ne, man sagt ja, was sind 9 Euro, jetzt sage ich mal, gut, ich möchte aber noch mehr, ich möchte noch mehr Programme, dann stocke ich auf, dann habe ich 39 Euro und was auch immer Adobe verlangt, keine Ahnung, weil heute gibt es keine Kaufversion mehr, sondern, sage ich mal, eine Like-Gebühr, ein monatliches Abo. Was ist aber, wenn dir mal schlecht geht? Du hast deine Arbeit verloren, du bist krank geworden, was auch immer. Kann heute alles passieren. Hast einen Schlaganfall bekommen, einen Herzinfarkt, irgendeine andere Krankheit, kannst nicht mehr arbeiten gehen. Jetzt gibt's Hartz IV, ein bisschen Geld da, ein bisschen Geld dort, tralala, was auch immer. Und dann sind 40 Eier oder 50, die vorher aus dem Ehrgefühl waren, sind mir egal, steht meist weg, ein Haufen Geld. Und GIMP hat unschlagbar, ist ein mega geiles Programm, hat eine geile Datenbank mit Schimmig und auch, wer hat's geglaubt, die Nick Collection ist in GIMP, geht in GIMP. Also du hast alles, das ist, GIMP ist noch in der Entwicklung, ja, GIMP ist 25 Jahre alt, ich weiß gar nicht, wie alt Photoshop ist, keine Ahnung, aber GIMP entwickelt sich weiter von einem schlechten Programm, 2.0 ging es mit 2.6 schon besser, Meilenstein 2.8, Bombe 2.9, immer geiler geworden, 2.10 noch geiler geworden, ich gehe davon aus, ab 3.0 wird es noch geiler, denn es sind einige neue Werkzeuge dabei und es soll ab 3.2 sollen die Ebenen, diese Korrekturebenen kommen. Das heißt, dann wird es dann auch langsam, aber auch sicher, auch in GIMP möglich sein, non-destruktiv zu arbeiten statt destruktiv. Auch ein Ding, was eben der Michael macht, er arbeitet mehr destruktiv. Er reduziert die Ebenen nach unten, er arbeitet mit Radiergummi und so weiter und so fort. Design Stil habe ich nichts dagegen. Ich mache es nicht, ich versuche soweit es möglich ist in der GIMP-Variante 2.10.24, was aktuell ist, non-destruktiv zu arbeiten mit Ebenenmasken, mit Überlagern und tralala und rausnehmen, reinmalen und so weiter, dass ich es alleine steuern kann und diese Änderung nochmal bearbeiten kann. So, jetzt habe ich 17 Minuten lang Werbung für diesen echt geilen Kanal gemacht. Ich müsste noch 2 Stunden sitzen und müsste mir Dinge aus der Nase ziehen, damit ich noch mehr Werbung für diesen geilen Kanal machen kann. Denn es ist wirklich ein richtig geiler Kanal. Darktable-Videos, GIMP-Videos. Darktable-GIMP-Videos, weil Darktable ja die RAW-Variante ist für GIMP, was eben der RAW-Converter, wie auch immer der Teil heißt, in Photoshop ist hier GIMP, ist hier Darktable in GIMP. Das Einzige, was ich noch geil finden würde, weil das ja schon mega geil ist, dass wenn ich in GIMP ein Bild bearbeitet habe, ob das jetzt auf die Variante von Michael ist oder über das Composen oder über, ich habe einfach nur ein Bild gemacht, habe das geöffnet und möchte das jetzt nochmal eben über das Filter rein in RAW Converter, ist hier rein in Darktable und kann da nochmal nachkorrigieren, nochmal Feinloop und so weiter machen. Man kann zwar mit dem unfassbar mega geilen Hammer, geilen Filterband, Schimmig, kann man auch noch viel, viel, viel an seinen Bildern rauskitzeln, rausholen, verbessern. Und dazu findet man auch richtig, richtig viele geile Videos hier auf MyGIMP Tutorial Channel. Denn hier hat er zum Beispiel wieder ein Video, Superfilter Jimmick GIMP 2.10.8. Auch das ist noch interessant, denn die Filter heißen alle gleich. Das heißt immer noch Jimmick GIMP, die Nummer ist egal. High Contrast Look. Hoher Kontrast Look. Mega geil. Hier Super Datenbank, Color Sets. Da kann er dann, habe ich auch ein Video dazu gemacht, zu den so Color Lookups mäßig in Photoshop. Hier geht es eben überall. Nicht über GIMP direkt, sondern hier muss ich in Jimmick rein und diese Color Lookups Gedöns über eine extra Variante Lutz, nennt sich es hier, zu machen. Echt geil, wie gesagt, der Kerl gibt sich die größte Mühe. Ich sage auf gut Deutsch, er reißt sich für GIMP den Arsch auf, er ist mit Herz, Leidenschaft dabei. Ich weiß nicht, ob es für ihn noch ein Hobby ist oder schon eine Berufung, eine Leidenschaft ist. Das kann er am besten selbst beantworten. Wenn ich mir dazu anschaue und auch seine, wie nennt das ab und zu gerne, seine Selbstberäucherungsvideos, die er auch hier zur Verfügung schon gestellt hat, hier auf YouTube schon hochgeladen hat, wo er über GIMP spricht
und so weiter und so fort. Und auch über die, Video-Views und so weiter. Muss ich sagen, er gibt sich wirklich viel Mühe, da steckt 1000% Liebe im Werk. Ich habe mir schon überlegt, und habe aber nichts gesagt, aber ich überlege mich ja, es wäre richtig geil, wenn du programmieren könntest und dich damit anschließen würdest. Was du Ideen hast, wenn du das so umsetzen könntest, könnte Gimp noch ein Meilenstein weiter sein, wie es jetzt schon ist. Aber ja, man wird immer jünger. Keine Ahnung, wie alt er ist mittlerweile. Ich glaube, so könnte so an die 60 gehen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Irgendwo habe ich mal was aufgeschnappt. Kann auch von seinen Videos. Ich kann mich auch irren. Auf jeden Fall. Der Mann hat, ich weiß nicht, sieht man das irgendwo, wie viele Videos das er mittlerweile gemacht hat. Ich würde das gerne noch sagen, weil mir das irgendwo am Herzen liegt, weil es nicht nur ein Video ist, was okay ist, sondern es sind Videos, die richtig, richtig geil sind. Vielleicht ist mal ein Video dabei, dass man sagt, ja, hat mir nicht gefallen, okay, das gibt es immer und überall, das gibt es bei mir, das gibt es bei anderen, das gibt es unter Photoshop-Nutzern, das gibt es unter After Effects-Nutzer, Cinema 4D und Blender und wie die alle heißen, die Programme, ob kostenlos oder kostenpflichtig, und dann gebe ich das hier nochmal ein. Ist das angenommen? Ja, er hat 1270 Videos gemacht für 19.900 Abonnenten. Und ich sage jetzt mal, 1270 Mal steckt da richtig, richtig viel Liebe und Herzblut drin. Und er gibt sich wirklich die größte Mühe. Und wenn, ich habe das schon oder am Anfang oder da von dem einen auf die andere Version gewechselt ist, hat er ja gesagt, Ich habe die Benachrichtigung bekommen oder das Kommentar bekommen, ich rede zu schnell, ich versuche es noch langsamer zu machen. Er versucht umzusetzen, was geht. Und genau das ist das, was geil ist. Und er setzt nicht nur die Gimp-Geschichten um, sondern wenn irgendwas ist, Michael, du sprichst zu schnell oder du knottelst dir was im Bart, war nicht verständlich, setzt er sich beim nächsten Mal hin, nimmt sich das zu Herzen und versucht das zu 100% umzusetzen. Und ich habe noch nie Probleme gehabt von Anfang. Ich gucke den Kanal, den Altkanal gefunden, geguckt, jetzt gucke ich den Kanal. Auch nicht jedes Video, wie gesagt, weil ich eben einen ganz anderen Stil fahre. Aber er hat ja auch irgendwo Hintergrund tauschen und was auch immer, wo er das macht. Oder aus einem Bild ein gesamtes, aus einer Textur ein gesamter Raum kreiert. Irgendwo hat er diese Linux-Dinger drauf. Klar, finde ich geil. Wer es nicht geil findet, wie gesagt, auch wenn er nicht Windows, sondern Linux nutzt, alles, was da läuft, läuft auch bei uns. Ich gehe auch davon aus, dass diese Test, ich nenne es jetzt mal Testversion, Entwicklerversion, auch auf Windows läuft. Das interessiert mich eben nicht. Ich finde die Info geil. Okay, ich schaue mir da an, was könnte Neues kommen. Gut. Da kommt neu, da freue ich mich schon drauf. Jawohl, es dauert ja nicht mehr allzu lange, wir sind ja schon bei 10. Irgendwann muss dann auch mal die 3 kommen. Ich glaube, das ist jetzt 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und dann, ich denke, dass es spätestens nach 11 auf 3 umspringt oder gar nicht auf 11 springt, sondern direkt auf 3. Wann, kann ich nicht sagen, kann Michael nicht sagen. Hier unten gibt es sowas, das nennt sich... Wo ist es? Oder gibt es das hier gar nicht? News. Nee. Download News. Gimp. Spenden. Nee. Kann ich das übergeben? Ich hätte es gedacht, hier gibt es ein Kontakt für oder eben ein Impressum. Finde ich jetzt hier auf die Schnelle nicht. Vielleicht bin ich aber dann so blind, weil ich so schlecht Englisch spreche. Download News About. Tutorial, genau, ich habe doch Tutorials, klar, für GIMP, um GIMP, vom Beginner bis zum Meilenstein. So. Ja, ich werde es jetzt belassen bei diesem langen Video, denn ich habe jetzt extra, und es ist mir egal, wie lang das Video ist, wie lange ich daran sitze, denn es ist mir einfach jede Sekunde wert, hierzu nochmal zu sagen, es ist mega geil. Bitte Leute, lasst dem Kerl ein Abo da. Kommentiert seine Videos, liked seine Videos, wenn es euch gefallen, gibt ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen. Wenn kreative, sachliche Kritik da ist, dann auch diese. Aber macht den Mann nicht nieder. Er gibt sich wirklich echt viel Mühe. Er macht wirklich
geile Videos, kein einziges ist, wo ich sagen würde, das ist nicht geil, es ist vielleicht nicht meine Art zu arbeiten, aber das Video ist echt geil. Punkt. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich ihm was unter seine Kommentare schreibe. Nein, ich möchte ihm nichts unter die Kommentare schreiben, denn ich würde mich arm schreiben, ich würde Roman schreiben, das möchte er gar nicht lesen. Hier kann er sich's anhören und sieht seinen eigenen Kanal. Und es ist Werbung auf meinem Kanal, extra für ihn. Ich kriege von ihm kein Penning Geld, kein nicht mehr Anerkennung, nicht mehr das. Vielleicht schaut er sich mal ein Video von mir an, dann habe ich auch was. Keine Ahnung, ich zwinge ihn zu nichts. Es liegt nur mir am Herzen, weil ich genauso gerne diese geile Plattform, dieses geile Programm auf dieser Plattform nutze und mir News und Neuigkeiten und Videos und was auch immer. Das ist mein Nachschlagewerk, wenn jemand kommt und sagt, hey, erklär mir mal das, kein Problem, ich gucke mir das an und setze es in meiner Art und Weise um, auch in meiner Art zu sprechen, denn er spricht ganz anders, wie ich hier mit den Zahnen, das ist mega geil. Nee, das ist er viel zu bescheiden für. Er sagt, er macht tolle Videos, er macht schöne Videos, er sagt ja auch, ihr macht es besser, denn ihr macht es perfekter, sondern der Mann ist einfach bescheiden, im Sinne, wie er ist. Aber er ist auch eine ganz andere Generation wie ich, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, und das ist nicht respektlos oder nicht respektierend, aber, wie gesagt, er macht es so gut, wie er kann, verbessert, was er kann, für euch, für uns, für die Community von GIMP, steht dahinter, liked die Videos, schaut die Videos, abonniert die Videos, kommentiert und treibt ihn dazu an, oder behaltet ihn dabei, dass er den Antrieb nicht verliert, richtig, richtig geile Videos für GIMP zu machen, hier auf YouTube, und sorgt dafür, dass die Aufrufzahlen hier noch ein bisschen wachsen. Auch wenn mal ein Video nicht so geil ist, kann man sich das mindestens einmal angucken. Man kann es ja am Namen lesen, interessiert mich das großartig. Kann ich das umsetzen? Möchte ich das umsetzen? Aber ob ich es umsetzen kann oder will, Jacke wie Hose, schaut euch das Video an. Das ist wichtig. So, das sind die Dinge, die ich jetzt gerne geschrieben hätte irgendwo, dass die Leute das sehen. Aber ich würde mich ab und tot schreiben und tralala und hin und her. Und ich weiß gar nicht, ob die Kommentarzahl das alles hergibt. Und deswegen, dieses Video von jetzt ewig langer Zeit, ist mir egal, lieber mache ich ein ewig langes Video, weil es ist es mir wert. GIMP und My GIMP Tutorial Channel sind die zwei Komponenten, die zusammengehören. Wer was braucht, My GIMP Tutorial Channel, bessere Werbung gibt es nicht. Wie gesagt, ich verdiene hier keine Sekunde Geld. Ich habe von seinen Werbeschaltungen oder was auch immer er führt, nichts. Aber es ist es mir wert, weil es richtig geile Videos sind. So, und jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bei Fragen, entweder an Michael oder an mich zu GIMP. Wann was kommt, können wir beide nicht beantworten. Abonniert den Kanal von MyGIMP Tutorial Channel. Abonniert Creative GIMP Arena. Lasst Likes da, lasst Kommentare da, lasst Liebe da. Steht hinter GIMP, hinter uns. Macht die Community größer bei beiden. Und gibt das und lernt den GIMP, was euch gefällt. Fragt uns Löcher in den Bauch. Ich gehe stark davon aus, dass auch der Michael die ein oder andere Frage beantworten wird, ohne sich darüber aufzuregen. Oder ohne irgendwie da zu sagen, nee, das mache ich nicht. Für das macht er zu geile Videos, um dann zu sagen, 1200 Videos macht man nicht, weil man keine Lust hat. Ganz ehrlich, dafür ist er zu geil, was er da umsetzt. Und von GIMP 2.9 bis heute in 4 Programmen, GIMP, Darktable, Raw Therapy, ich glaube Lightzone hat er dabei, 1, 2, 3 Videos, er hat ein paar kleine, wenige Videos, wo er in Cadian Live irgendwas bildmäßig Bombe bearbeitet. So, und jetzt war das Wort zum Sonntag und ich sage bis zum